Schönen guten Tag aus der Halle 17 bei Pilote und Frankia bzw. der Group Pilot. Tobi. Marco, bonjour. Hallo. Und bonjour, haben wir gesagt. Ein Franzose trifft den Italiener und zwar genau in der Mitte. Ja, so bitte. Ist es. In dem Fall haben wir jetzt heute mal rausgesucht. Premiere, Neufahrzeug, 720U. Den kleinen Bruder kennt er schon, den haben Tobi und ich vor 3 Jahren vorgestellt. Rundsitzgruppenfahrzeug teilintegriert auf 7 Meter war das. In diesem Fall haben wir jetzt 7,20 Meter. Wieder auf Fiat Ducato Basis und unschwer zu erkennen am neuen Grill. Dieser jetzt im weißen Design. Das ist der ganz neue. Wir haben uns ja schon gut ausgetauscht, auch in dem Video bei Jottiline. Definitiv, haben ja. Wir miteinander Fahrzeuge vorgestellt. Genau. Unterschied Peugeot jetzt ein bisschen anders, Citroën ein bisschen anders. Richtig. Klar, in Natura sieht es immer noch anders aus. Eure Meinung schreibt ihr drunter. Wir haben unsere, glaube ich, kundgetan. Ja? Richtig. Und eins muss ich aber noch sagen, was mir aufgefallen ist, was ich von den Zuschauern schon gehört habe in den letzten Videos. Ich habe die Schnauze jetzt schon öfter vorgestellt. Eins bedauere ich wirklich, und das sagen auch die Zuschauer, liebe Fiat, Stellantis-Menschen. Die Trittfläche fehlt. Einstieg, dass du als kleiner Mensch zum Scheibeputzen kommst, der ist weg. Den haben viele genutzt. Der Camper putzt immer gern seine Scheiben. Bei mir ist es kein Problem, ich komme überall hin. Aber den hat man leider wegrationalisiert. Wahrscheinlich wegen CB-Wert oder so. Ich sage aber selber, ich habe Schiss, da in die Schürze zu treten, auch wenn es diese netten Bleche dafür gibt. Ich gehe mal über den Reifen. Ich auch. Danke. Reifen. Das ist aber auch, ich weiß nicht, bis wie viel Kilo die Schürze belastet. Reifen, ich bin das falsche Beispiel. Einmal hoch, das hält auch was. Und meistens war das auch lackiert, da unten hast du ja kaputt getreten. Genau. Also das geht auch so. Der Wagen hat wahrscheinlich Abstandstempomat, oder? Korrekt. Ja. Spiegeldesign hat sich auch geändert. Spiegelantenne hat er nicht mehr. Die haben die jetzt wieder im Kotflügel sitzen, bei Pilote letztes Jahr auch schon. Ist auch gut so, dann haben sie endlich mal wieder gescheit Masse. Es gibt den Grill noch in einer anderen Farbvariante. Es gibt den noch in Schwarz. Ah, ja. Ist Geschmackssache. Ich finde es persönlich besser. Aber sonst, gut, da hat jeder sein eigenes Ding, dann würden wir alle selber Auto fahren. Ne? Wir haben uns übrigens hier zusammengefunden, nicht nur der Marco und ich, sondern ihr habt es gerade gesehen, Frank die Camping ist dabei, wir sind ja alle Buddies hier und stehen auch gemeinsam am P1, wir haben Spaß, wir bummeln hier durch und wir haben natürlich unser Kamerakind Markus, der bekannt Blitz. Auch als Fan von Wien, dabei und ich freue mich, mein Gimbal ist ganz steif geworden vor lauter Freude, dass du es hältst. Das Blitzen liegt übrigens jetzt nicht an Tobis Kamera, sondern das liegt daran, dass wir in der Aufbauphase sind, die hier noch einen Lichttest fahren, damit das hier zur Messe alles schick ist. So, kommen wir mal zum eigentlichen Akteur hier. Der 720U. Also beim 7 Meter Fahrzeug, beim 696U, gab es Heckgaragentür ungefähr in diesem Maß. Da fing ab hier das Sitzpolster an. Da hatten wir schon mal gezeigt, unten rein passen Tische und Stühle definitiv nicht. Das war auch das Manko. Das war auch das, was wir an Feedback gekriegt haben, was vielen nicht gefallen hat, weil die möchten dann doch auf ihren stabilen Stuhl nicht verzichten und nicht so ein Festival-Klappstuhl mitnehmen, kann man auch voll und ganz nachvollziehen. Deshalb gab es hier eine Änderung. Und jetzt müssen wir dazu sagen, Pilote hat das komplette Interieur erneuert. Da kommen wir aber gleich zu. Und bei dem Fahrzeug, man sieht schon, Aufbautür hat sich im Design geändert. Und neben der Aufbautür haben wir jetzt das, was alle vermisst haben, einen gescheiten Laderaum. Ach, da ist der. Ich wollte schon fragen, ob er da jetzt irgendwie durchfassen kann, um rein. Aber hier ist er ohne Ende. Das ist eine gute Lösung. Da sieht man wieder mal, was 20 cm ausmachen können. Warum lacht ihr immer bei dem? So, und für den, der es jetzt nicht nur mit Tische und Stühle hat, da kannst du auch wunderbar noch ein Fenster reinpacken. Und dann packst du den Hund da rein. Vor allem ist der nicht am Heck. Mir tun immer die Hunde leid. Unfallursache Nummer 1, Auffahrunfälle, glaube ich, 80%, Autobahn und so weiter, ja. Camper, da ist der Hund safer als da hinten. Definitiv. Ja, das sind unsere Lieblinge. Das ist super, super. Ja. Das ist ein Verkaufsargument auch mit für das Fahrzeug. Absolut der Hunde. Ist, das ist wirklich top. Ne? Ja. Schubladen und drin. Ja. Du hast... Tatsächlich. Ich mach das einmal auf. Du hast hier den Elektroblock drin. Ah, der Elektroblock. Schön. Dass zugänglich. Du drin einfach dieses Thema nicht mehr hast. Und darüber hast du ein Schranksystem, das sehen wir gleich im Innenraum. Ja. Das ist demnach empfunden, was der 696D, diese zentrale Face-to-Face-Variante, oben quasi hinten über der Heckgarage hatte.
Über die Klappe freuen sich natürlich eure Autarkie-Spezialisten und so weiter, Nachrüster für die Extremen. Wir haben Platz ohne Ende, wir können alles reinmachen. Da kannst du richtig schön arbeiten an dem Auto. Ja. Ja, dann würde ich sagen, schwenken wir mal über die neue Aufbautür in den Innenraum. Es hat sich, der eine oder andere wird Designelemente von zu Hause wiedersehen. Fängt an mit diesen Holzwänden, die diese Streifen drin haben, ja, etc. Ja, das ist schick, hab's gerade gesehen. Na, das ist schon... Haben sie gut gemacht. Außendesign hat sich nicht verändert, glaube ich. Pilot Außendesign hat sich nicht verändert, bis auf die Schürze. Ja, ja. Na? Ja, da vorne auch auf. Ja. Genau. Wir haben jetzt hier, das ist echt, also Haptik, Optik, echt schön. Auch die Seitenwände, es sieht aus wie mit Filz bezogen hier. Ja. Ist es aber tatsächlich nicht. Ist print, geprintet. Ist printed, ja. Printed. Und auch geil. Ist schön geworden. Ich finde das Raumgefühl von Hexetzgruppe kann halt nichts anderes. Ja. Wir haben jetzt ein 1,60x2 Meter Bett oben drüber. Volle 2 Meter. Cool. Na. Querschläfer quasi. War, ne? war das vorher auch. War, ne? Vorher auch, genau. Na. Kann man das runterfahren? Das kann man runterfahren. Wir haben auch einen Schlüssel da. Wolltest du, dass wir das mal tun? Ja. Garderobe hast du hier. Also interessant, die Schalter sind hier. Genau. Mal eben kurz zum Tablet. Ganz coole Variante jetzt. Es gibt ein Update dafür. Also die haben jetzt ein Update gemacht. Wir haben ja immer über den AUX-Schalter das Radio vorne mit anschalten können. Ja, genau. So, dann war aber immer alles an. Ja. Wir haben jetzt einen separaten Button nur fürs Radio. Okay. Dass das nicht mehr über Radio Trennschalter. Ja. Genau. Ja. Ja, das ist schon. Kann man das eventuell das App schon haben? Ist es in Planung? Kommt es wahrscheinlich dann? 26? Kann ich nicht sagen. Ich denke, dass das mit einem Update möglich ist. Ja, ich denke auch. Wir haben jetzt hinten die Kopfstütze nicht rausgenommen, deswegen kann ich nur bis hierhin jetzt einmal runterfahren. Mal Licht an, damit wir auch was sehen. Wir haben getrennte Lattenrosten, wir haben Fallschutznetze, wir haben eine Leiter. Wir können das Ganze auch, wenn wir den Tisch absenken und die Matratzenpolsterung und das alles rausnehmen, tiefster Punkt, Matratzenoberkante 80 cm. Kannst du schön mit dem Poppes so drauf hüpfen. Das Schöne und ist ja, ansonsten, kann sogar noch da sitzen, ne? Hier auf der... Kannst du immer. Du bist ja stufenlos fahrbar. Du kannst das da anhalten, wo du möchtest. Ja. Ne, das ist egal. Du kannst auch hier unten nochmal zusätzlich nochmal Schlafplätze machen. Ich habe da eine Frage. Bitte. Ist auch immer, muss man sich aufpassen bei der Formulierung, kann man dieses Bett nur in einer Stellung benutzen? Also heißt... Es ist stufenlos fahrbar. Ich habe aber benutzbar auch. Das heißt, auch nutzbar. Mutti geht schlafen, Papa geht schlafen, dann kannst solange du... Solange wie du rein und raus kommst, ist das egal. Du darfst nur die Mutti nicht, wenn sie auf dem Bett liegt, nach oben fahren, weil da fliegt die Sicherung, weil das dann Überlastungsschutz ist. Ja, aber auf die Mutti. Okay. Die Frau kann so eine leichte Mutti findest du nicht. Ich bin ja nur Diplomat. Nein, reicht, ist schon zu viel. Ah, schon zu viel. Okay, schon zu viel. Na? Schränke haben sie jetzt auch neu gemacht, das ist hier vorne alles abgerundet, ist so ein bisschen gefälligeres Design geworden. Ist auch alles indirekt beleuchtet, Soft Close, wie gehabt bei Pilote, alles halt sehr wertig. Ja, und der Markus steht eigentlich im wichtigsten Bereich. Also aber er hat gerade was entdeckt. Was hast du entdeckt? Ja, mach mal hier. Oh. Ah, Schublettle. Guckst du mal. Ist praktisch, wenn man hier draußen was macht, da kannst du Sachen verstauen, ne? Schlüsselablage oder sonst was. Also die Franz-Männer waren schon immer pfiffig. Was wiegt denn der, bevor ich es vergesse? Was bringen wir da hin? Zwei Leute geht vielleicht mit 3020 circa. Ja, also wie gesagt, das übliche Thema. Ja. Okay. Können wir die Küche auch mal ein bisschen bedienen? Bedienen? Einfach nur, dass wir die Schubladen aufmachen. Achso, ja klar. Da haben wir hier einmal Fächlein runter für die einzelnen Gashähne. Damit das nicht so. Ja, das macht man nicht selten auf, das Ding um. Ja. Alles auch hier wieder mit Softclose. Das ist schön. Von Hettich, wie zu Hause auch. Dass das nicht super breite sind, weil meistens stehst du im Weg. Wenn du eine super breite Schublade aufmachen willst. Ne? Na, auch kein Freund von ganz breiten. Na, von unten runter. Ja. Für dich, du bietest ja jetzt 10. Ah, nee. Ach, da oben hör dazu. Fahrverriegelung. Ja, der Frank ist noch nicht so lange dabei in dem Zirkus. Das kriegst du halt zurückgelegt. Ich muss schon wieder rausschneiden. Ja.
Ihr seid so ruhig, so andächtig. Ja, total begeistert. Also jetzt gehe ich mal hier in das Besondere. Ich habe Angst, dass ich ins Mikrofon schnaufe. Nein. Ja, das ist jetzt quasi unser Raumbad. Und da haben wir wirklich ein richtiges Raumbad. Weil wir haben jetzt hier links einmal schon wirklich eine große Dusche. Hinterkopf von Marco. Okay, ich mach gleich noch. Entschuldigung fürs Husten, Leute. Oh mein Gott. So, jetzt lässt er uns alleine. Ja. Die Tür können wir nach vorne hin. Schließen. Ich mach das. Toilette. Ich hab nie. Ja, ist aber auch schön. Alles getrennt voneinander. Viel Platz für die Ablage. Auch top. Riesenschrank. Oh, ja. Wow. Wenn ich jetzt rede. Wir haben also wirklich, wir haben richtig Luft hier, ne? Okay. Ist das auch nochmal ein Schrank hier? Dies hier? Spiegelschrank, ja. Nein, nein, das ist fest. Das ist fest. Hier haben wir noch neue Armaturen. Wir haben das jetzt alles hier so vom Design her nicht mehr eingelassen, aufgesetzt. So. Da sind wir ja wieder. Entschuldigung. Also hier unten waren wir ja schon. Genau. Und oben drüber haben wir hier jetzt einmal einen Hängeschrank. Alles riesig. Und auf der anderen Seite einmal Ablageschrank. Nach vorne hin zum Fahrerhaus bei dir ist ein Vorhang, sodass wir das dort dementsprechend schließen können. Was natürlich zu beachten ist, man muss halt hier gucken. Also Personen über 1,98 müsste man schauen, weil es gibt für dieses Fahrzeug natürlich auch eine Sitzschienenverlängerung. Aber wir kommen aufgrund der Duschwand nicht so weit nach hinten. Das heißt, mit Sitzschienenverlängerung kann man bei diesem Fahrzeug nicht arbeiten. Aber der hat das, die Standard nach hinten schieb Sitzschiene. Das hat er. Der war gut. Ich finde es nicht schön, wenn du über meine Feder lachst. Mach mal zu. Wir machen mal zu, hier kommen nur dumme Kommentare. Gib ihm mal Futter. Wisst ihr, was das bedeuten soll, dass ich hier sitze? Man kann auch einen blöden Hund hier reinsperren. Das Entschuldigung. Für Tobi-Mobil. Lass mal tauschen, ich mache ein bisschen. Entschuldigung. Oh. Jemand dagegen geladen? Nö, hier ist ein Lichtschalter. Er hat nur Licht ausgeschaltet. Fernsehhalter ist mit inkludiert. Oben drüber die Anschlüsse sind gesetzt. Natürlich koaxial nicht angeschlossen. Ne, aber ist schon wirklich, muss man sagen, was Schickes geworden. Wo kriegst du die Lampen unterm Bett an? Hm? Wo gehen die an? Die sind an, wenn das Bett ganz oben ist. Danke. Ich habe gerade den Schalter gesucht, aber klar, ist Problem. Ja überall so, dass sie die ausschalten beim Runterfahren. Ja. Dann schalten die sich oben drüber ab und die schalten sich automatisch ein. Ne? Ja. Das ist klar, sachlich, wohnlich, modern. Was hältst du vom neuen Design? Ist schön. Ist gut geworden, ne? Ich entschuldige übrigens wieder mal die Sonnenbrille. Es war nicht Absicht, aber ich habe die anderen vergessen. Also es soll nicht arrogant wirken. Aber ich mag den. Ich mag Pilote immer schon vom Style her. Auch wieder hier die Erwähnung. Guckt das Video von Tobi SBO mit seinem Crazy Pilote, das demnächst kommt. Hier von Reisemobil Hillebrand aus Paderborn. Da haben wir euch echt was zu zeigen. Und wir haben viel Zeit investiert in das Ding. Ja. Da sind Stunden reingeflossen bis zum Anschlag. Ja, ja, ist wirklich seltenheitswert, das Ding, als da alles drinsteckt. Mit dem Video ist das gesagt, vor 3 Jahren, glaube ich, war es. Müssen wir nochmal nachgucken. Ich hänge es ja rein. 2 oder 3 Jahre waren es. Mega Erfolg. Das Fahrzeug war hier gestanden auf diesem Stand. Ich werde es nie vergessen. Wir waren selber überrascht davon. Ja. Und der kam richtig gut an. Bis auf die Garage. Aber dafür haben wir jetzt hier wirklich diese Klappe, ne? Wo man sagen muss, das Ding ist mega. Das hat er gebraucht. Ja. Ja. Und 20 cm, bitte das noch umschaukeln, ist auch schon wurscht. Wollte ich gerade sagen. Die Fähre ist sowieso teurer. Darf ich dir gerne so eine Frage stellen? Bitte. Reiner 2-Fahrer? Nein, 4er. Du sitzt an einem Gurtplatz. Hier ist noch ein Gurtplatz. Wir können in der Mitte umbauen. Das heißt, wir können die Mitte wegnehmen. Und der Tisch ist umbaubar. Also wir haben die nett umbaubar auf 4 Personen. Die meisten aber tatsächlich fahren so ein Fahrzeug zu zweit. Ja, aber mein Enkel mitnehmen oder so. Ist überhaupt kein Problem, ist alles möglich. 3-Punkt-Gurte. Einzige, was sie nicht haben, die haben jetzt keine Isofix-Position. Ne? Aber 3-Punkt-Gurt
ist gegeben, somit auch Kindersitz kein Problem. Entschuldigung, lass mich eigentlich. Nee, das ist gut. Ist ja gut so. Wir kamen ja auch nicht immer alles auf den Deckel. Absolut richtige, berechtigte Frage. Gibt es den noch als Maxi? Als Maxi-Chassis? Heavy-Chassis, 4,4 Tonnen, 180 PS, Automat. Was ich bei Piloten... Neue Automatik. Ja, eben genau das Thema. Was ich gut finde für unsere Longy Lacking, sagt man in Bayern, dass Pilote immer Stehhöhe für große Menschen gehabt hat. Manche Hersteller, die bauen die geilsten Karren, Entschuldigung, dann ist immer bei 1,96, 1,98 Schluss. Und verstehe ich das nicht. Das macht das Board nicht mehr fett. Und hier hast du immer Raumgefühl dadurch. Und für uns das weniger Verletzungsgefahr. Das wäre echt eine Alternative, wenn man Reverse mal schwach wird. Siehst du mal. Du weißt ja jetzt, wo du hingehst, wenn du so ein Fahrzeug brauchst. Das weiß er schon lange. Ja, aber wir sagen es den Zuschauern auch mal eben. Jotty Line hier auf der Messe vertreten. Reisemobil Hildebrand, du bist hier. Ich bin bei Frank, ja. Du bist der Frank. Also quasi direkt nebenan ist ja eine Halle, ist ja eine Pilotgruppe. Eine Group. Kollege Espanol ist hier. Ist aber kein Problem. Sonst kann ich auch eben quasi über den Stand tippeln. Ich habe auch ein paar Termine bei Pilote sowieso. Also das ist nicht das Problem. Sonst kommt er eben rüber, sagt Bescheid. Ansonsten, wir sind mit zwei Mann hier, alles gut. Unser Freund Carlos Espanol. Genau. Schöne Grüße. Mache ich. Ansonsten vorne einfach am Infopoint einfach fragen nach Firma Hildebrand. Die rufen uns an. Einer von uns beiden wird schon erscheinen und dann greifen wir euch gerne tatkräftig unter die Arme. Und seid uns nicht böse, Markus da hinten. Alles gut. Hat uns schon darauf hingewiesen vom Videodreh, oder hat es das schon gesagt, es gibt noch keine Preise zum Zeitpunkt des Videodrehs, weil wir das am Donnerstag, Mittwoch drehen. Wir haben für das Fahrzeug, so wie es hier steht, noch keinen Preis. Den werden wir nachreichen, den wird dann der Tobi einfach in den Text mit einpacken oder eben mit einblenden und dann kriegt er den nachgereicht. So machen wir das. Also, liebe Leute, haben wir noch was Wesentliches? Klar, ich gebe immer was zu besprechen, aber ich denke, der ist schick, den kann man verkaufen. Viel Erfolg damit. Danke, Pilote, danke, Reisemobile Hildebrand. Aus Paderborn. Wir sehen uns. Du bist auch safe? Sowas von. Tschüss.